Auf Nachbarschaftsbesuch sind wir jetzt mit unseren Dänen. Bei unseren Nachbarn, mit denen wir friedlich Handel treiben. Vielleicht gehen wir auch einen trinken. Das alles machen wir zusammen mit Joachim Sammer, mit dem Chef des Entwicklerstudios aus Valencia, Sunburnt Games, die The Great Railroad entwickeln, das in wenigen Tagen als Early Access auf Steam zu haben ist. Hallo Joachim. Hallo. Was machen wir hier? Wohin gehen wir? Dunkirke. Dunkirke ist die erste Location außerhalb des Heimatdorfs, das der Spieler erkunden kann. Wir würde sagen, wir parken unsere Krieger in den verschiedenen Locations. Gehen wir mal einen trinken. Ja, würde natürlich. Mal sagen, geh auf die Tavern. Und gerne. Wen haben wir hier, der niedrige Moral hat? Der hat hier so eine kleine, sie hat eine kleine Krone, die Bera, aber das ist, glaube ich, nur deshalb, weil sie Anführerin ist. Oder hat sie sich die Krone aufgesetzt, weil sie signalisieren will, ich brauche mehr Alkohol. Ich glaube, sie ist die Anführerin in diesem Fall. Sie braucht wahrscheinlich auch Alkohol. Ich würde mal sagen, Bera und Hild machen einen Mädchenabend in der Taverne. Genau, Prost. Da kannst du schon mal auf Dann klicken. Und dann die beiden Männer. Entschuldige, kurz einhaken darf, das ist dieser Moralwert hier, das ist das dritte von oben, ne? Oben sind die Lebenspunkte, was ist nochmal? Das ist die Energie. Also die Ausdauer. Die Ausdauer, ja. Und das darunter, das war die Moral. Das ist die Moral, die Stimmung, ja, genau. Und die war beiden, deshalb haben wir die da hingeschickt, also nicht deshalb, weil wir haben gesagt Mädchenabend, aber eigentlich war bei denen einfach die Moral im Keller. Auch bei dem Herrn, bei dem auch, aber... Ja, der ist, sagen wir mal so, der ist robust. Ja, den können wir vielleicht einfach mal schlafen schicken. Der ist älter, der braucht seine Nachtruhe. Wohin schicken wir den denn schlafen? In die Halle. Der geht zu Besuch beim lokalen Anführer und sucht sich dort eine Nische. Genau, wird er ein kleines Nickerchen machen in der Halle, wo man ein Zzzz machen kann. Genau, und den Musiker bestrafen wir für die schlechten Melodien, indem wir ihn in den Wald jagen schicken. Was gibt's denn da weiter oben? Kann das sein, dass du als Kind so viele Asterix-Comics gelesen hast? Das wäre gut möglich, ja. Hunting, da schicken wir ihn hin. Hunting-Skill 0. Er wird dann dadurch ein guter Jäger werden, hoffen wir. Das könnte mal passieren. Im Moment noch nicht, aber zumindest. Ich glaube, jeder Charakter eine Grund-Hunting-Skill von 1. Das heißt, sollte irgendwas auch er fangen. Ja. Irgendjemand kann immer irgendetwas. Also jeder Mensch hat seine versteckten Fähigkeiten. Kostet ihn ein bisschen Ausdauer, ein bisschen Energie. Hier wird es jetzt etwas rot, aber da der Balken voll war, ist das nicht so schlimm. Genau. Und jetzt verbringen wir die Nacht hier. Wenn du unten siehst du Stay Overnight, genau. Und all diese Sachen beginnen. Wir halten ein kleines Nickerchen, aber es in der Nacht kommen nicht nur die Träume, sondern auch die Zufallsevents. Genau, und gegen Abend, während wir gemütlich ums Lagerfeuer sitzen und eine lokale Ziege rösten, taucht ein großer Wolf aus dem Wald auf. Möchte er uns als Burger dienen oder was machen wir mit ihm? Wir können ihn ignorieren, wir können ihm ein bisschen Fleisch zuwerfen oder wir können ihm Steine zuwerfen. Ich würde mal sagen, machen wir nicht wütend, geben ihm vielleicht etwas zum Essen und schicken wir ihn auf den Weg. Machen wir gerne, wir haben ja genug. Warum nicht ein kleines Wölflein durchfüttern? Und dann trifft uns noch jemand. Und zwar ein Händler. Wir schauen uns die ganzen Händler hier an. Es gibt natürlich auch sehr viele. Dunkirk ist auch ein kleiner Handelsort. Und da gibt es Händler von verschiedenen Gegenden, unter anderem auch aus Südeuropa und Byzantium. Und da sehen die Dänen zum ersten Mal ihren ersten Nubier. Und sind sehr überrascht und sehr interessiert. Aber sie treffen auch jemanden aus Spanien. Einen Visigoten aus dem Norden Spaniens. Ein Westgoten. Der ihnen auch etwas einen Handel anbieten kann. Vielleicht ein bisschen Silber oder Wein. Das wäre eine Möglichkeit. Ein bisschen Stoff. Ja, Stoff ist auch nicht schlecht. Diese alten Wollhosen jucken. Sollen wir das machen? Machen wir das. Wein bekommen die ja gerade schon genug. Haben wir das jetzt geschenkt bekommen oder haben wir ihm dafür Gold gegeben? Nein, das haben wir geschenkt bekommen, das habe ich gerade übersehen, weil das ist eigentlich ein alter Bekannter von dem verschwundenen Anführer. Das heißt, und da gab es noch ausstehende Schulden und die wurden jetzt gleich hierbei beglichen. Prima.
Unsere erste Reise, unsere erste Mission erfüllt, ganz ohne Kampf. Wir haben auch noch was geschenkt bekommen. War doch nicht so schlecht, das Frühmittelalter. Das habe ich hinbekommen. Ach, ich bin richtig stolz darauf, dass ich hier meinen ersten Trip erfolgreich absolviert habe, ohne dass irgendjemand ums Leben gekommen ist. Geschenke habe ich auch noch bekommen, mehrere Leute sind besoffen. Was will man mehr, wenn die Leute glücklich sind? Wir kehren zurück von Dunkirke, verbringen dann den Rest des Sommers damit, vielleicht ein bisschen zu trainieren noch. Ja, es wird hauptsächlich der Schildwall trainiert den ganzen Sommer über. Nicht alle Leute darüber glücklich, aber eine Notwendigkeit im 7. Jahrhundert. Mhm, definitiv. Altern unsere Leute eigentlich im Laufe des Spiels? Wir haben uns noch nicht hundertprozentig entschlossen. Wir haben begonnen mit Alterung und haben das dann ad acta gelegt vom Design her. Im Moment ist es der Plan, die Hauptgeschichten so im Bereich von 12 bis 16 Spieljahren zu behalten mit Ergänzungsmissionen. Könnte interessant werden. Es ist für die jüngeren Charaktere nicht wirklich ein Problem, aber für Charaktere wie Kettil werden uns wahrscheinlich eine Mechanik überlegen müssen, wenn ein 45-jähriger Krieger im frühen Mittelalter dann auf die 65, 70 zugeht. Sollten wir vielleicht irgendwann mal in die verdiente Pension schicken. Das ist die Allmacht der Spielerentwickler. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Das nicht nur über Leben und Tod einer einzelnen Figur, sondern auch, ob sie den Tod überhaupt dulden wollen. Oder ob sie ihn überlisten und umtricksen. Hut ab, Respekt. Sag mal, Bevölkerung 12, eben hatten wir noch 35, oder? Nein, das ist das Schiff. Das hier sollte sich eigentlich austauschen. Also hier sollte, wenn du im der Sommer sich endet, hast du alle deine Kriege, die du mit hast zum Rudern und so weiter, ja, die werden hier angezeigt. Und das sind auch das Essen, das du im Schiff hattest. Und du nimmst ihnen auch alles Silber mit. Das heißt, wenn du jetzt dann hier auf Next gehst und dann die Rechnungen für den Sommer beendet werden und im nächsten Screen für Winter sehen wir dann wieder, was wir eigentlich in der Siedlung zur Verfügung haben. Okay. Hatte ich mich eigentlich schon bei dir bedankt dafür, dass du überhaupt dir die Zeit dafür nimmst, das hier mit uns aufzunehmen? Denn, liebe Leute, ganz im Ernst, diese Videos hier, die nehmen wir auf in der Crunch Time. Das ist ein Wort, was Spieleentwickler kennen, selbst benutzen und hassen. Die Zeit. Das ist ganz, ganz furchtbar. Das ist die Zeit kurz vor einem Release, wenn bei den Spieleentwicklern wirklich der Baum brennt. Und Joachim nimmt sich die Zeit hier wenige Tage vor dem Release der Early Access Version für euch, ihr Lieben, für euch, sich ein paar Stunden mit mir zusammenzusetzen auf Skype und das für euch hier aufzunehmen. Sehr, sehr lieb von dir. Wissen wir sehr zu schätzen. Und ganz im Ernst, der Mann ist total überarbeitet, nimmt sich trotzdem die Zeit dafür und lässt sich das kaum anmerken, wie überarbeitet er ist. Ganz, ganz glorreich. Du hast wahrscheinlich irgendwo einen Tapferkeitsskill, der ruhig ein paar Punkte mehr von uns verdienen würde. Ah, Dankeschön. Mache ich wirklich gerne und ist auch natürlich teilweise auch eine Pause für mich, über das Spiel zu reden und nicht. Ich bin der Hauptschreiberling am Spiel. Das heißt, diese Zeit jetzt muss ich nicht schreiben. Das heißt, es ist fast ein kleiner Urlaub für mich. Na dann. Ja, wir sind jetzt im zweiten Jahr und haben ähnliche Entscheidungen zu treffen wie eben und können unsere Focus Points erneut neu vergeben. Vielleicht ja je nachdem danach, ob wir jetzt dringend Nahrung brauchen oder nicht. Ich glaube, wir haben genug Nahrung. Ja. Wir produzieren recht gut mit unseren drei Farmern, unseren drei Hirten und den sechs Jägern. Das schaut alles ganz gut aus. Das klappt recht nett. Ich würde sagen, wir können ein bisschen experimentieren. Ja. Und ein bisschen was in Traditionen, in Craftsmanship hineintun. Ich glaube, wenn wir 5 in Traditionen geben, dann bekommen wir einen Priester oder haben eine sehr gute Chance. Oh, cool. Und dann vielleicht im nächsten Jahr kann man dann zum Beispiel auch ausprobieren, 5 in Diplomatie und dann bekommt man einen Bard oder Skald, der dann herumreist, sozusagen im Hintergrund und die Werbetrommel für das Dorf wirbt. Einen unserer Schäfer haben wir ja verloren oder einen unserer Viehzüchter.
Ja, da warst du dran schuld, sicher. Ja, das war im letzten Winter. Das, Den hast du wahrscheinlich irgendwie auf eine Mission geschickt, die Schafe vor Bären zu schützen oder so. da habe ich irgendwas ganz, ganz Furchtbares gemacht und schon hat es einen unserer Untergebenen das Leben gekostet. Ja, ein Schäfer weniger, ein Priester mehr. Man muss sich halt für die schönen Künste entscheiden und für den Glauben. Drei Genau. Punkte können wir noch vergeben. Gib mir sicherheitshalber einen in Husbandry. Damit das nicht nochmal passiert. Ja, genau. Falls uns noch einer wegsterben sollte, ja, haben wir Reserven. Hunting vielleicht. Hunting haben wir schon relativ. Bisschen Hunting, ja, warum nicht? Und dann haben wir schon alle 10 weg. Jetzt sind wir alle. Ich habe einfach zwei bei Husbandry gegeben. Bei der Viehzucht einen auf Hunting. Das war's. Und weiter, 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 weiter. Jahreswechsel, Eventwechsel. Welche Abenteuer werden wir erleben? Was Und wird wieder passieren? kalt. Bitter, bitter kalt wird es. Da fehlt noch der Schnee und das Eis, ja. Wir hören Gerüchte über furchtbare Krankheiten und Seuchen. Nein, wir hören Ja. Gerüchte darüber, dass... Da ist, die Seuchen sind schon angekommen. Nein, wie furchtbar! Also grundsätzlich würde ich mal sagen, was macht man heute im Falle von Ebola? Ja, sicherheitshalber mal alles verbrennen. Alle Kranken verbrennen? Nein, die Kranken, ich glaube, es gibt keine wirklichen Kranken mehr. Ich glaube, die sind schon tot. Oh Gott, wie furchtbar. Dann ihre Hinterlassenschaften. Das sagen zumindest unsere Priester. Priester neigen ja zumindest in früheren Jahrhunderten dazu, gerne schon mal alles Mögliche abzufackeln, weil sie glauben, dass es die Moral boostet. Andere Sachmöglichkeit wäre, wir können all dieses verseuchte Zeugs von den Schiffen wegnehmen und danach die Schiffe verbrennen, aber wir gehen mal auf Nummer sicher. Ja, ich bin Rattenflöhe und so weiter. Ja, Ich persönlich denke mir ja manchmal, man würde so ganz auf Nummer sicher gehen in einer Kultur, wenn man stattdessen die Priester verbrennen würde. Aber das ist ja. vielleicht Extremismus. Wir schauen uns das prasselnde Feuer an und genießen unsere Gesundheit. Und war es genug? Werden wir gleich erfahren? Schaut so aus, ja. Alles gut gegangen, sieht so aus, ein Händler kommt vorbei. Das ist kein guter Winter. Nee. Okay, das klingt nach einer netten, sympathischen Infektionskrankheit. Das ist ja echt wunderbar. Passt bloß auf, dass ihr euch nicht ansteckt hier beim Let's Play, dass ihr nachher mit schniefender Nase rauskommt aus diesem Video. Ja, immer, immer, immer gut die Hände waschen. Ja, definitiv. Nach jedem meiner Let's Plays immer die Hände waschen. Empfehle ich immer. Was haben wir da? Nehmen wir die erste Option. Schauen wir mal, ob wir jemanden riskieren wir was. Ja. Risiko. Odin. Wir haben gerade einen Trader lebendig abgefackelt. Autsch. Das hat wehgetan. Bevölkerung -3 um Himmels Willen. Wir haben auch ein paar Leute angesteckt, glaube Oh ich, ja. Gott, wie furchtbar. Wir haben drei Krieger verloren. Einen Bauern haben wir verloren. Wir haben einen Schäfer dazu bekommen. Der war sicher Ja. nur im letzten Winter. Da war ja einer weggegangen. Ich glaube, der hatte sich nur im eisigen Wald Vielleicht verlaufen. wollte auch ein Krieger kein Krieger mehr sein und hat beschlossen, er hütet lieber Schafe. Könnte ich gut nachvollziehen. Wir haben den Priester dazu bekommen, den wir quasi mit unseren Fokuspunkten, da haben wir unser Glück, unser Glaubensglück erzwungen. Hat geklappt. Hier sind die Events unten nochmal alle aufgelistet. Bevölkerung -3. Ja, wie bekommen wir denn neue Leute dazu? Wenn ich mal raten darf, Kinder kriegen oder Sklaven nehmen? Ja, wir haben die Sklaven sind momentan nur ein Handelsgut. Ich bin am Überlegen, wie wir das vom Handelsgut sozusagen transformieren in befreites Sklaven, die sozusagen dann aufgenommen werden können. Aber die beste Möglichkeit, Kinder zu kriegen, ist mehr Priester und mehr in Tradition zu investieren, weil wie wir wissen, ja, die Kirche und die Priester fördern die Fruchtbarkeit. So ist das heute auch noch in der katholischen Kirche. Es gibt kaum einen fruchtbareren, kinderreicheren Stand als katholische Priester, wurde mir gesagt. Zumindest der Teil der Priester, der nicht homosexuell ist. Okay. Priester, Kinder, weiter. Weiter geht's. Und? Das nächste Abenteuer wartet uns. So, was haben wir jetzt? Schauen wir mal auf das Journal. Gerne.
Neue Quests, neue Main-Quests, unsere Haupthandlung wird vorangetrieben. Frage dazu mal grundsätzlich zur Spielmechanik. Es kommen ja auch noch Nebenquests im Laufe der Partie. Jetzt sind wir immer noch im Bereich der Hauptquests. Mhm. Abgesehen davon, dass man später im Spiel drei unterschiedliche Startdörfer und drei unterschiedliche Startsippen haben wird, woraus ergibt sich der Wiederspielwert? Grundsätzlich die verschiedenen Kulturen, die verschiedenen Startgebiete. Der Spieler wird verschiedene Regionen der Karte erforschen können. Das ist schon mal, die Karte ist sehr groß, geht vom Norden Englands bis zum Norden Dänemarks. Wir haben ungefähr, im Moment sind 82 historische Lokalitäten geplant, plus Zufallslokalitäten. Die kommen im Laufe der nächsten 2-3 Monate, fangen wir die ersten an hinzuzufügen. Und wir haben auch, während die Geschichten vom hauptsächlich relativ linear sind, haben wir verschiedene Geschichtsoptionen. Ja, das heißt zum Beispiel, nicht jede dänische Geschichte verläuft gleich. Das heißt, du hast im Laufe des Spiels Entscheidungspunkte, wo der Spieler dann sagen muss, okay, ich entscheide mich für die eine Variante oder für die andere, je nach Vorliebe, Charakteren und auch den Dingen, die im Spiel passieren, die den Spieler dann beeinflussen, die eine oder andere Entscheidung zu treffen. Und jetzt brechen wir zu unserer nächsten Reise auf Richtung Süden. Ich überlege gerade, wie viel Geld haben wir noch? Wir haben 89. Ja, das sollte passen. Sollen wir mal gucken gehen? Bevor wir aufbrechen, wir mal, wie wir das Geld noch sinnvoll ausgeben. Gucken wir mal ganz kurz, vielleicht kaufen wir noch was ein. Obwohl, ich überlege gerade. Nein, wir behalten das Geld, weil ich glaube, in den nächsten Orten gibt es bessere Waffen zu kaufen. Klingt gut. Das heißt, wir brechen jetzt doch auf. Wir brechen doch auf. Ich bin etwas nicht sehr entschlussfreudig heute. Entschuldigung. Das ist überhaupt gar nicht schlimm. Wir fahren Richtung Süden oder wir rudern Richtung Süden und nehmen außer den beiden Herrschaften noch mit. Wir nehmen noch zwei andere Herrschaften mit. Wir hatten ja Baugi beim ersten Mal nicht dabei. Das fühlt er sich nicht auf Dauer ausgeschlossen, wenn wir ihn mitnehmen. Ja, nehmen wir ihn mit. Genau. Und dann nehmen wir Hild wieder mit. Vielleicht. Ja, genau. Wir lassen den Musiker mal zu Hause. Hat er auch immer noch Probleme mit der Erschöpfung. Genau, die wird dann wieder aufgefüllt, der Balken hier. Das sollte wieder bald okay sein. Diesmal nehmen wir relativ viel Essen mit, würde ich mal sagen. Könnte eine lange Reise werden. Wir haben auch jede Menge. Rüberziehen klappt nicht. Nein, man muss sie nicht einfach auf. Nein, man muss, ich würde mal sagen. Darf ich mir was wünschen? Ich finde das ja wieder so toll, dass ich mit einem Entwickler zusammenspiele. Ich wünsche mir, dass man hier nicht nur so einzeln auf Plus klicken kann, sondern dass man, was weiß ich, mit Steuerung oder Alt dann gleich in 10er oder in 20er Schritten das machen kann. Ja, das wünsche ich mir auch. Ah, gut, wir teilen einen Wunsch. Schönen Grüße an den Interface-Bastler. Ja, genau. Wir nehmen ein bisschen mehr mit. Nimm mal 30, sollte reichen. Wir können mehr kaufen unterwegs. Dann nehmen wir wieder Felle mit. Bringt uns ein bisschen Geld. Maximier das mal aus. Schauen wir mal, was wir damit mitbekommen können. Mehr als 15 geht nicht? Oder? Ach nee, dann bräuchten wir einen neuen Slot. Nein, wir haben die Ship Capacity 90. Ah, das ist schon voll. Wo würdest du das alles hin tun, fragt das Interface? Unverschämtheit, diese spöttische Frage. Ja, dann nehmen wir noch vielleicht, wir wollten da noch ein bisschen Alkohol mitnehmen. Ja, dann nehmen wir, lassen wir ein paar Fälle da. Wurden die beim letzten Mal überhaupt aufgebraucht? Haben wir die verkauft? Gute Frage. Haben wir vergessen, zu verkaufen. Ich glaube, das haben wir vergessen. Wir haben Zeugs mitgenommen, ist nicht verhökert. Ganz schön doof. Wir haben uns stattdessen darauf konzentriert, die Leute schlafen und saufen zu schicken. Prioritäten. Jetzt aber. Haben wir alles. Brauchen wir auch keine. Nicht das Zeugs hier noch? Wir riskieren das. Wenn das Schiff zerbricht, zerbricht das. Nein. Das geht gar nicht. Du hast mich schon überzeugt. Sofort ein bisschen Nahrung weg. Die Leute sollen notfalls hungern. So. Und dann nehmen wir hier ein bisschen. Hoffentlich reicht 3. Nie und nimmer. Ich mache noch mal ein Fell weg. Sicher. Und nehme noch eins hiervon mit. Noch einmal Werkzeug. Oh, wir können auch mehr davon mitnehmen. Bisschen was geht noch? Ja. 89. Ja, aber es hat, glaube ich, das Werkzeug wiegt 2. Das heißt, du kannst es nicht. Nein, nur eins. Eins geht noch. Eins geht noch. Sollte gehen. Jetzt haben wir. Nein, ich habe eins weggenommen. Das ist, achso, man muss links aktivieren, dann kommt man nach rechts rüber. Ah, ich hätte noch einen Wunsch. Darf ich einen Schieberegler hätte ich gerne.
Ja, ein Schieberegler. Ja, das wird wahrscheinlich länger dauern, aber ich mache eine Notiz. Das hast du davon, wenn hier bei einer Aufnahme völlig unkontrolliert irgendwelche Let's Player ihre Wünsche äußern. Ich hätte gerne einen Schieberegler. Liebe Zuschauer, ganz ernsthaft, wenn ihr Wünsche habt an Joachim, äußert die ruhig. Wir können natürlich nicht sagen, jeder Wunsch wird erfüllt, aber was wir euch sagen können, jeder Wunsch wird gehört. Den könnt ihr hier äußern Genau. in den Kommentaren unter dem Video oder auch in meinem Community-Forum gibt es einen Thread hier zum Let's Play und zu dem Spiel. Den Link darauf findet ihr in der Textbeschreibung des Videos. Falls ihr Wünsche habt, Gedanken zum Spiel, Fragen, was auch immer, posten, schreiben. Ja, und das ist auch sehr wichtig für uns und das ist auch einer der Gründe, warum wir auch Early Access machen, um eben euer Feedback zu hören und dann zu schauen, was wir davon ins Spiel integrieren können. Nehmen wir alles mit, brechen wir auf. Jawohl, los geht's. Auf geht's. Lange, lange Reise. Und wie im richtigen Leben auch, jede Reise beginnt mit einem Ladebildschirm. Da seht ihr unser Schiff mit seinem großen Segel, düsterer Nachtstimmung, vielen Ölfarben und einer Pause. Bald sehen wir uns weiter bei diesem Let's Play. In der nächsten Folge auf großer, großer Segelturn und Ruderturn quer über die Nordsee. Bis dann, tschüss.